Hallo zusammen und einen schönen guten Morgen. Nach seiner Ansicht ist ein Musikstück nur dann gut, wenn es eine Geschichte erzählt. Das lasse ich mir von ihm mal etwas genauer erklären. Mein heutiger Gesprächspartner trägt übrigens den Namen seines Wohnorts. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Thomas Berlin. Guten Morgen, mein Lieber. Schön, dich herzlich zu sehen. Ganz meinerseits, ich freue mich, dass du so früh aufgestanden bist, um den Musikantenfreunden zu einer unchristlichen Zeit morgens schon Fragen zu beantworten. Sehe ich wach aus. Also man sieht es mir vielleicht nicht an. Also meine Augen sind noch so ein bisschen verquollen. Also ich bin noch ein bisschen müde. Aber hey, für dich immer gerne. Danke. Auf deiner Webseite fand ich einen ganz interessanten Satz, quasi dein Credo. Du schreibst da, ein Musikstück ist nur dann gut, wenn es eine Geschichte erzählt. Richtigerweise müsste man heute sagen, das ist ein relativ alter Satz schon, den wir irgendwann mal erfunden hatten, aber richtigerweise müsste man vielleicht heute sagen, ein Musikstück ist vor allen Dingen dann gut, wenn es ein gutes Thema erzählt, und Themen kannst du ja gut erzählen. Na, also es gibt ja viel Musik, wo man einfach so nebenbei eigentlich nichts an Informationen bekommt, außer Rhythmus und Lautstärke, aber ich habe es halt ganz gerne, wenn sich so ein Thema entwickelt und sich natürlich auch und dann daraus natürlich die Leute in ihrem Hirn sozusagen sich ihre eigenen Geschichten machen. Das wäre eigentlich der richtige Satz, aber das würde ja den Rahmen so einer Webseite sprengen. Ne? Ja. Ja, du betreibst in Berlin mehrere Studios, Musikstudios. Ja, ich habe hier in meinem Hause habe ich zwei Studios, die sich mehr oder weniger einerseits mit Keyboard-Soundentwicklung beschäftigen und Filmmusik. Und dann habe ich noch mit einem Geschäftspartner in Mitte, Berlin-Mitte, habe ich noch ein Studio, was sich eigentlich vorrangig mit Bewegtbild im Sinne von Werbemusiken beschäftigt. Ne? Du produzierst ja namhafte Künstler, komponierst für die, schreibst Songs, unter anderem Sarah Connors. Ja, das und war dann früher mal. Das mache ich heute nicht mehr. Das stammt aus meiner Hamburger Zeit. Also mit Sarah Connor haben wir zusammengearbeitet. Da war ich noch bei der Booyah Family. Das war in den Ende der 90er, Anfang der 2000er, war das ein sehr erfolgreiches Produzententeam in Hamburg. Da war ich Mitglied von. Und unter anderem haben wir da, ich habe für Sarah Connor mitproduziert, ich habe für Rick Astley Klavier gespielt, ich habe für ein paar Leute halt Musik gemacht. Und auch für Leute, die man jetzt aus der zweiten Reihe kennt. Mein Freund Mark Keller, der Schauspieler zum Beispiel, war auch da und so weiter und so weiter. Aber dies ist lange vorbei. Wir sind dann alle unserer Wege gegangen. Manche sind in Ibiza geblieben oder hingezogen. Manche sind in Hamburg geblieben. Und das einzig Interessante dabei ist, dass ich meinen Freund Ramin kennengelernt habe, mit dem ich heute diese Werbemusikfirma habe, sozusagen. Und das kommt daher. Das ist eigentlich das Beste, was da. Du hast übrigens, habe ich gelesen, die Musik für einen Werbefilm gemacht, der 2017 zum besten Werbefilm gekürt wurde. Das weiß ich, kann sein, weiß ich jetzt ehrlich nicht aus dem Kopf, muss aber eine Hornbach-Werbung gewesen sein. Wenn man das betrachtet, sind das sehr wertvolle Werbemusiken sozusagen oder Werbungen, die sich ein bisschen abheben von dem Durchschnittswerbeblock. Ne? Also das muss irgendein Hornbach, ich weiß es gar nicht, welches es war, aber ich glaube, das könnte der Hornbach Hammer gewesen sein. Ich glaube, ja. Ja, das könnte sein. Ja, und dann bist du natürlich sehr stark engagiert für die Sachsenklinik. Du machst die Musik, sage ich mal, die Musik in der Sachsenklinik in aller Freundschaft. Du machst die gesamte Musikuntermalung dieser Serien. Und nee, das stimmt nicht. Das muss ich gleich sofort unterbrechen. Oh. Wir sind drei Komponistenteams mit sehr tollen Kollegen, die sich natürlich diese Blöcke sozusagen aufteilen. Ne? Also da bin ich, weiß Gott, nicht der Einzige. Das würde, muss ich auch sagen, meine Kraft so ein bisschen überanstrengen. Ich bin zusammen mit meinem Freund Martin Meyer sozusagen ein Komponistenteam, mit dem ich übrigens auch diese MIDI-Piraten, da können wir ja dann noch drüber sprechen, gegründet habe. Der Martin und ich, wir sind da sozusagen das Sachsen-Klinik-Piraten-MIDI-Piraten-Team, und wir versorgen in der Sachsen-Klinik die ein oder andere Operation und begleiten den ein oder anderen schwierigen Fall, der in der Regel Gott sei Dank immer positiv ausgeht, bis auf wenige Fälle. Aber die Weihnachtsmusik, die habt ihr gemacht, ne? Die Weihnachtsserie. Genau, das war ein Experiment, was ich sehr genossen habe. Wir haben für die im letzten Dezember, das war natürlich schon im Juli, glaube ich, wann wir das gemacht haben, da haben wir die Weihnachtsmusik für die Sachsenklinik gemacht, und das war so eine Art Musical-Folge. Da wurde also viel gesungen,
und viel getanzt und Weihnachtslieder sozusagen im neuen Gewand gemacht. Wir haben zum Beispiel als Schlussszene haben wir Jingle Bells in deutschen, mit einem neuen deutschen Text versehen von meinem Freund Terence Olivier. Das hat er auch super gemacht. Und dann war natürlich hier, Isabel Gerschke war bei mir im Studio, wir haben ein bisschen gesungen und was heißt ein bisschen, die singt ja super. Und dann war noch da, lass mich mal überlegen, Patricia Maiden, die man aus Köln für Musical kennt. Super, eine super Sängerin, sieht toll aus, ist also richtig, also hat auch bei Charité mitgespielt. Und dann haben wir ganz viel in Leipzig noch in einem Studio da, in der Sachsenklinik im Studio. Haben wir auch ein Tonstudio, die Sachsenklinik, die können alles operieren und haben auch ein Tonstudio. Und da haben wir dann auch noch ein bisschen Gesang aufgenommen mit den Schauspielern. Das war toll, wunderbar. Also es empfiehlt sich unseren Musikantenfreunden mal zu sagen, guckt mal den Nachspann einer solchen Serie oder anderer Serien, dass man da öfters mal den Namen Thomas Berlin liest. Wer das mag, kann das gerne. Ich lade jeden herzlich ein, sich das einmal anzuschauen. Also ich meine, das ist wirklich also eine der Serien, die irgendwie, die machen irgendwas mit mir. Ich gestehe, ich bin sonst eher so der Thriller-Gucker und so, ne? Aber wenn man, je mehr ich da drin bin, das sind wir ja nun schon seit 5 Jahren, glaube ich, je mehr ich da drin bin, umso mehr geht man mit diesen Charakteren mit. Man sieht, dass das wirklich tolle Schauspieler sind. Also, ob das so ein Kaminski ist oder so, das sind wahnsinnig gute Leute, die da spielen. Das macht, also mir macht das unglaublich viel Spaß. Jede Woche, es ist viel zu tun. Aber wir als Musiker empfinden das ja in aller Regel nicht als Stress. Ne? Das ist ein Kreativprozess. Dann redet man mit den Regisseuren und das, also mir macht das total Laune. Ich möchte es nicht missen. Okay, ich frage jetzt mal ganz neugierig. Wie kommt man zu solch tollen Aufträgen für eine Fernsehserie, die Musik zu machen? Wie die Jungfrau zum Kinde, ehrlich gesagt. Irgendwie. Auf eine Art. Aber das ist natürlich ein bisschen einfach. Ich hatte damals eine Agentin, mit der ich schon länger in Verhandlungen oder im Gespräch gewesen bin. Die kennt wieder jemanden und der kann die jemanden und so läuft das in aller Regel ab. Und dann der Rest ist natürlich, sagen wir mal, auch Mund-zu-Mund-Propaganda. Für mich ist das, muss man ehrlicherweise sagen, natürlich, und ich weiß das auch einzuschätzen, schon ein Glücksfall. Es klopft nicht jeden Tag so eine tolle Serie an deine Tür. Das ist ungefähr so ein Glücksfall, als wenn du als Komponist halt eine Hornbach-Werbung vertonen darfst oder eine Adidas-Werbung oder irgendeine Größenordnung. Okay. Ja, da wäre jetzt natürlich die Frage zwingend, wie bist du eigentlich zur Musik gekommen? Ich konnte dann lesen, du hast ja mehrere Studiengänge absolviert, Musikwissenschaften in Berlin, Klavier und Komposition in Dresden, das ist, glaube ich, deine Heimatstadt. Mhm. Dann wäre die Frage, war jemand musikalisch von deinen Eltern vorbelastet? Haben die gesagt, so, lieber Thomas, du gehst jetzt in Klavierunterricht? Ja, meine Großmutter ist sehr musikalisch gewesen. Leider ist sie vor 3, 4 Jahren verstorben und sie ist 96 geworden und hat mir sozusagen die Klavierstunden bezahlt. Sie hat mir, glaube ich, das so ein bisschen in die Wiege gelegt. Mein Vater ist Autodidakt, er kann keine Noten lesen, spielt aber ganz passabel Keyboard. Meine Mutter ist Krankenschwester, die kann wunderbar singen in ihrer Wahrnehmung. Ansonsten ist das nicht so die musikalischere Seite von meiner Familie. Und so kam das halt. Und dann irgendwann, ich wollte eigentlich Fußballer werden. Ich war früher jeden Tag beim Training bei Dresden, also nicht bei Dynamo, sondern im Bezirkstrainingszentrum von Dresden habe ich gearbeitet und versucht, Profisportler zu werden. Es hat nicht gereicht. Und dann wurde ich sozusagen aufmerksam, dass es mit dem Klavier zu versuchen ist. Und dann haben wir das halt gemacht. Und irgendwie hat es ja einigermaßen funktioniert. Aber der Entschluss war relativ früh gereift, dann berufsmäßig Musik zu machen? Ja, relativ früh. Eigentlich wollte ich Musiklehrer werden, bis ich dann irgendwann mal eine phoniatrische Untersuchung hatte und die Kollegen mir gesagt haben, das geht leider nicht, du kannst kein Musiklehrer werden, versuch doch mal Musikwissenschaften, weil deine Stimmbänder nicht richtig schließen, irgendwie war da was. Und dann habe ich Musikwissenschaften studiert und dann war es interessant, das war ja noch vor dem Mauerfall und ich war sozusagen als Anwärter für den künstlerischen Posten in dem Kulturpalast in Dresden vorgesehen. Und als dann die Mauer fiel, war alles anders. Und dann war natürlich auch ein Musikwissenschaftsstudium in der sogenannten,
Das war ja dann eher so ein politisches Musikwissenschaftsstudium, glaube ich. Das war, man hat natürlich auch über Wagner und Mozart und sowas alles gehört, aber das war, ich würde jetzt nicht sagen, direkt ein sozialistisches Studium, aber es hatte so ein paar Anstriche. Kollegen von mir haben das dann durchgezogen. Ich habe es tatsächlich dann nach 3,5 Jahren geschmissen und bin sozusagen mit dem Mauerfall nach Dresden gewechselt an die Hochschule für Musik und habe dann nochmal Klavier und Komposition beim Professor Lischka und bei anderen tollen Leuten da studiert. War die schönste Zeit meines Lebens, muss ich sagen. Okay. Wir hatten gerade eben schon mal ganz kurz erwähnt, du hast auch die Firma MIDI Piraten. Ich habe mal nachgeguckt, das sind Produkte für Yamaha Keyboards, sage ich es mal so. Kannst du uns darüber was erzählen? Ja, also MIDI Piraten habe ich, wie gesagt, auch mit Martin zusammen. Und der Martin und ich, wir sind ja seit Jahren so freiberufliche Produkt, sagt man, man sagt, glaube ich, Consultants dazu. Wir sind also mehr oder weniger arbeiten wir auch für Yamaha zu und programmieren Styles und MIDI-Daten, Sounds. Martin macht sehr viel auch Sounds für Yamaha, das mache ich jetzt weniger. Und da ist natürlich der Gedanke gereift, dass man aus dieser Liebe und diesem Know-how natürlich was machen kann, was jetzt vielleicht für so eine Riesenfirma wie Yamaha nicht so interessant ist. Also so spezielle Sounds zu machen. Also wir haben zum Beispiel meinen Steinmeierflügel gesampelt, der hier von 1886 bei mir nebenan im Studio steht. Und der hat so einen ganz gewissen Sound, so ein ganz gewisses, also man würde sagen, Patina oder so, ja. Ja. Der ist sehr, sehr eigenwillig und der lebt halt irgendwie diese ganzen Jahre, Jahrhunderte. Dass sowas samplen wir, das würde wahrscheinlich Yamaha jetzt nicht so sehr interessieren, aber uns hat es interessiert. Und dann haben wir noch Easy Listening Pakete gemacht. Das haben wir Michael Funken hat das. Michael Funken hat das auch mal gespielt und als gutachtet hoffentlich, soweit ich mich erinnern kann. Also das ist ja genau die Musik, die jetzt, ich sag mal, wir älteren Musikfreunde so ein bisschen lieben. Ja, so alt bist du ja auch noch nicht. Aber also ja, ich mag das auch. Ich muss ehrlich sagen, dass ich glaube, viel, viel schönere Melodien als so ein James Last kannst du ja kaum erfinden. Also ich meine, das ist ja wie so ein wie heiliger Gral. Ich kann mich erinnern, ich habe mal irgendwann einen Auftrag gekriegt von einem ungarischen Trompeter, der heißt, glaube ich, András de László. Vielleicht hast du vielleicht schon mal gehört. Und der hat halt ganz viele Melodien von James Last irgendwie nochmal als Trompeter auf einer CD veröffentlicht. Und ich hatte dann unter anderem die Ehre, das Traumschiff neu machen zu müssen, als Beispiel. Ja. Und dann stehst du davor, vor so einem heiligen Gral der Musikgeschichte und denkst dir, boah, hoffentlich verkackst du es nicht. Aber ich glaube, es ist ganz gut geworden. Also ich habe zumindest keine Beschwerden gehört. Es hat sich niemand bei mir gemeldet und gesagt, was hast denn du da gemacht? Ich habe da so ein Beat drunter gelegt und so. Da weiß ich schon, wo der Frosch die Locken hat. Also das ist einfach gute Musik. Da kannst du machen, was du willst. Du bist halt, geschmacklich sind ja manche dann eher vielleicht bei Klassik oder manche bei Schlager in Richtung Beatrice Egli und solches Zeug. Aber das ist und bleibt gutes Melodiematerial. Das kann man nicht wegleugnen. Okay, mal eine ganz andere Frage. Bist du Fan vom FC St. vom ersten Fußballclub St. Pauli? Ja, sagen wir es mal so, ich bin Sympathisant. Ich bin jetzt nicht Fan. Ich weiß, worauf deine Frage abzielt. Ich habe letztens bei Facebook gepostet, dass ich das Trikot von Sami Allaghi ersteigert habe. Und der Hintergrund ist, dass ich sozusagen mit meinem Freund Ramin und mit unserer Firma 48K, wir haben ja so, wie gesagt, diese Werbefirma da, wir engagieren uns gerne für die Arche, das ist dieses Kinderhilfswerk. Ja. Und da habe ich einen Anruf bekommen, ob wir nicht Sami Allaghi und Mike Franz mal im Tonstudio aufnehmen könnten mit Sprechgesang. Und schlussendlich wurde das produziert dafür, dass dann ganz viele verschiedene Fußballer ihre Trikots bei eBay versteigert haben, um diesen Erlös der Arche zukommen zu lassen. Und das fand ich einfach eine super Idee. Und jetzt kann ich mir es nicht leisten, irgendwie für ein paar tausend Euro so ein Lewandowski-T-Shirt zu kaufen. Ich will es Sami nicht zu nahe treten, aber seins war ein bisschen günstiger. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden. Außerdem hat es für mich ein persönliches, persönliche Erinnerung natürlich. Hängt jetzt hier neben einem Studio im Bilderrahmen mit. Wunderbar. Aber das Wichtigste ist natürlich nicht dieses T-Shirt oder irgendein Foto, sondern das Wichtigste ist, dass die Jungs und Mädchen in München, Berlin und Hamburg da eine Arche Genau. Unterstützung haben. Und da sind ein paar tausend Euro zusammengekommen. Da bin ich echt ein bisschen stolz, muss ich sagen. Kannst du, ja. Also ich habe gar nicht gezählt, aber ich war ein bisschen dabei, so ein kleines bisschen.
Aber dein Heimatort ist ja Dresden. Schlägt das Herz auch für Dynamo Dresden? Das ist eine Frage, die kann ich hundertprozentig mit Ja beantworten. Wenn du meine Frau jetzt fragen würdest, dann würde die sagen, der ist ein bisschen verrückt. Ja. Also hier, ich habe so einen Schrein im Studio und da stehen halt irgendwie meine ganzen alten Helden aus der Jugendzeit, so ein Dörner oder so ein Häfner und ja, das kann man beschmunzeln. Ist ja auch nicht gerade eine Erfolgsgeschichte, wenn man auf die Tabellen guckt. Jetzt im Moment sind sie halt in der dritten Liga und also ich wünschte, das wäre besser, aber ja, das ist ja auch im Grunde wurscht, wo die spielen und man ist ja mit dem Herzen vereint sozusagen und nicht anders. Thomas, damit du gleich zu deinem verdienten Frühstück am frühen Sonntagmorgen kommst, noch eine letzte Frage. Was steht jetzt aktuell oder in Kürze an Projekten an? Hast du da irgendetwas ganz Besonderes auf dem Tisch, was erledigt werden muss? Ganz viel. Ich habe tatsächlich, ich bin in der glücklichen Lage, dass ich ganz viel zu tun habe im Moment. Im Werbebereich wird es jetzt eine neue Hornbach-Werbung geben, die kommt am 23.24. raus. Der Job ist natürlich erledigt, den habe ich abgeschlossen oder haben wir abgeschlossen. Alles dann über was anderes darf ich nicht reden, aber natürlich in der Sachsenklinik sind wir jetzt dabei, einen ganz wunderbaren Blog zu machen mit Daniel Drechsel-Grau, ein toller Regisseur und ja, und dann gibt es natürlich bei den Midi-Piraten auch in der nächsten Zukunft sehr viel zu tun und hoffentlich auch nur positive Nachrichten. Darüber kann ich aber im nächsten Gespräch mal mit dir sprechen und noch nicht heute. Das ist ja das Ankündigen und bei Ankündigungen muss man vorsichtig sein. Das heißt, ich darf das Angebot sehen, dass wir uns beide nochmal unterhalten. Sehr gern, mein Lieber, Würde sehr ich mich gern. sehr darüber freuen. Dann spielst du Guck mir mal. was auf deinem Keyboard da, dein PA-1000 vor und dann geht's los. Und dann erzähle ich dir ein bisschen was über die MIDI-Piraten und so weiter. Das ist ja leider so, dass wir da im Moment noch nichts anbieten für Kork und wahrscheinlich auch in der Zukunft nicht. Das heißt aber nicht, dass wir natürlich diesen Sound auch nicht mehr. Das wusste ich jetzt nicht. Dann stelle ich beim nächsten Gespräch ein Yamaha-Keyboard hier auf den Tisch. Musst du gar nicht. Nein, nee, das ist doch Quatsch. Hör mal, das Musikinstrument ist doch Musikinstrument. Also was da hinten dran steht, ist doch eigentlich egal. Hauptsache es tönt gut. Super. Ne? Thomas, ich sage ganz herzlichen Dank Mein und Lieber, wünsche dir jetzt einen schönen Sonntag, ein gutes Frühstück. was gibt's denn bei dir zum Frühstück, wenn ich mal fragen darf? Ja, sonntags gibt es auch immer mal ein hart gekochtes Ei zusätzlich und dann richtig Brot mit Butter und Aufschnitt. Na denn, So das. ich wende mich ans Müsli, mein Lieber. Also, Mach's ich wünsche gut, herzlichen Dank, bleib gesund, dir bis zum nächsten Gespräch. bis zum nächsten Gespräch alles. Tschüss, hau rein. Tschüss, Thomas. Ciao. Thank you.